So, jetzt gibt es ein Spezialvideo für den Diego. Da haben wir die dicke Leitung, die vorher mal abgeschnitten gezeigt worden ist, wo also mit den Händen nicht umrungen kann werden. Also ich habe so einen Durchmesser, jetzt kein Meter dabei. Dann haben wir da unten eine Kühlpumpe. Da wird das Medium, das da drin innenlaufen tut, in diesen Leitungen innen, wird da durchströmt. So wie man da sieht, läuft sie da unten durch und läuft da in die Gerippe rein, in die vier. Das ist das Kühlgerippe mit den zwei Lüftern. Zwei so typische Computerlüfter, auch von der etwas stabileren Variante. Ich weiß nicht, wie man es geschieht, so sieht. Ich denke, es hat zwei Gerippe aus zwei Gründen. Das einmal eins könnte ausfallen. Wir haben da hinten durch das Zeichen, wo man sieht, dass die Schraube so befestigt worden ist vom Techniker. Wie auch hier. Das sind richtig gute Techniken, die anzeigen, was sie arbeiten. Das Kühlgerippe geht hier drauf. In diesen Säulen. Also ist auf beiden Seiten vorhanden. Also haben wir am Vorlauf Rücklauf. Also geht das irgendwie hier drauf. Drauf. Mal schauen. Ja, dann können wir ein bisschen gut tun. Kurzen Moment. Jetzt noch ein bisschen. Genau. Gut, das Kühlgerippe kommt da unten rauf und geht da rauf, wo eigentlich das Kabel, das viel dünner ist, weil das ist ja jetzt ganz dünn. Also da habe ich vorig, da kann ich, das ist daumendick, he? Das Kabel, das an den CC-Stecker angeht. Also das ist vernachlässigbar. Ja. Also so sieht man eigentlich, wie die Leitung, vom Stahl her rausgeht tut, also von der Elektronik her rausgeht tut, weil die haben wir ja hier dahinter versteckt. Aufs Fahrzeug ist viel, viel dünner, wie was eigentlich an Leitungen rauskommt tut, wo der Stahl angeschlossen ist. Echt faszinierend.